Willkommen, Leute, bei Pokémon Y. Ich habe mir mal überlegt, wir könnten mal unsere TMs angucken. Oh, da ist ein Essen auf meinem Dings. Wir könnten mal unsere TMs angucken. Wie kann ich das eigentlich sortieren? Ob wir da irgendeine Bodenattacke haben, die wir eventuell irgendjemand beibringen können. Hä? Wir haben keine einzige Boden-TM. Nicht. Was war das eine mit Stahl? Stahl. Je langsamer. Nee. Hallo, Cosimo, oder wie du noch immer heißt. Ich weiß nicht mehr genau. Na gut. Das ist Citro. Ach ja. Der Arenaleiter, okay? Also, der ist ganz schön stark. Heurika, wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Es sind meine Pokémon, die stark sind, nicht ich. Also gut, kämpf einfach. Ich will stolz auf dich sein. Oh Gott, was macht der da? Der wird mir die Zähne rausbohren mit einem Wesselbohrer. Oh Gott, du bist gruselig, Citro. Emolga. Emolga ist sauschnell. Wir werden also auf jeden Fall langsamer sein. Also setzen wir Ruckzuckhiebe ein. Ich könnte es mal mit einem Zirzer probieren. Na gut, mache ich nochmal einen Ruckzuck-Hieb. Vielleicht reicht's ja. Natürlich reicht's nicht. Und tschüss, Angie. Na gut, das machen wir dann dagegen dich. Ich könnte natürlich den Rest eigentlich einfach alles mit Tommy machen. Ich glaube, das machen wir auch, weil Tommy ist cool. Tommy kann zwar nicht Dings, aber Tommy kann coole Sachen. Tommy ist einfach cool. Tommy ist ein mega Bisaflor. So. Ja, ich weiß, dass das nicht sehr effektiv ist. Wie viel macht denn der Giftschock? Oh. Okay. Magneton! Gegen den habe ich ja noch weniger. Obwohl, gegen den hätte ich... Gegen den hätte ich mein Pandagro. Oder... Kampf ist doch effektiv auf Stahl, oder? Glaub schon. Ich glaub schon. Hi. Was macht es? Lädt das Ganze statisch auf. So, was hast du noch? Elizeba oder so ein Schmarrn? Delegator, nee. Elisard. Ja, natürlich wollte ich eigentlich wechseln. Dann halt nicht. Strauchler. Je schwerer. Du Fiesling. Hä, wieso ist das sehr effektiv gegen den? Was ist das denn echt noch? Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier mache. Ich habe es geschafft. Also, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Tja. Oh, du hast verloren. Ach, Mann. Irgendwann lernst du das auch noch. Es ist gar nicht schlimm, wenn man verliert. Weißt du, wir können von ihr noch was lernen.
So, du bekommst den Ampere-Orden. Danke, der sieht auch stark aus. Eigentlich wie ein Tortilla-Chip mit einem Stern drauf. Mit dem Ampere-Orden, ja, Level 17 und du bekommst den TM Donnerblitz. Yeah. Boah, kann hier einer von meinen Pokémon lernen? Das wäre echt nice. Hallo, jetzt unterbrich mich mal nicht, du blöde Kuh. Oh, also. Ich will gar nicht stärker werden. Ich will einfach Erfindungen haben und Pokémon genießen. Okay. Donnerblitz. Kannst du einen erlernen? Nicht erlernbar. Oh, wie schade. Okay, tschüss. Oh. Na, ins Erdgeschoss. Wohin denn sonst? Yay. Eine Holo-Nachricht. Von wem denn? Oh, Professor Platan. Na, alles klar. Ich komm mal ins Bistro Philadelis. Ja, ich weiß, wo das ist. Ich nehme kein Taxi. Weißt du, wie teuer Taxis sind? Ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center, lieber Professor Platan. Und danach kann ich ins Ding gehen. So, wir sind in der Frühlingsallee, weil hier das Pokémon Center am nächsten ist, glaube ich. Glaube ich, wenn ich mich mal bewegen würde. Woo! Woo! Oh. Und zwar ist es gleich hier auf der Seite. Ja, heile meine Pokémon. Los, 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 los! Bitte, Schwester Joy, du musst meine Pokémon heilen. Sonst bin ich ganz traurig. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, ich lerne das irgendwann mal, aber ich habe mich getäuscht. So, jetzt passt mal auf. Sommerallee. Hier geht's zur Sommerallee. Und ich will aber zur Herbstallee. Das Mehikel schläft. Nein. Hier. Hier muss es sein. Und dann muss ich in irgendeine komische Seitengasse. Was hier? Ja, das ist doch das Café Philadelis. Natürlich! Oh, Philadelis. Hi, hier sind wir. Die Musik. Oh. Ich habe mich gerade angeregt mit Philadelis über die Mega-Entwicklung unterhalten, zu der du Nachforschungen anstellst. Man kann dir wirklich nur gratulieren. Ich wünschte, ich könnte wie du die Mega-Entwicklung einsetzen. Du musst wissen, dass Philadelis königliche Vorfahren hat und somit auserwählt ist. Fürwahr, ich bin wohl ein Nachkomme des jüngeren Bruders des Königs. Allerdings reichen die Erzählungen 3000 Jahre zurück und sind somit nur bedingt zuverlässig. Übrigens, Mina, weiß, wo der Hololock entwickelt wird? Ja, in Philadelis Labor. Philadelis verdient wahrlich unseren Respekt. Ein Teil der Erlöse steckt in Forschungsprojekte, die dem Wohl der Pokémon und Trainer dienen. Pokémon lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Die, die geben und die, die nehmen. Genauso die beiden legendären Pokémon der Kalos-Region Leben, Gaben und Namen. Ich möchte etwa anderen etwas geben. Aber auf der Welt gibt es genügend Narren, die ihre Stärke zur Schau stellen wollen, indem sie von anderen nehmen. Diese Menschen sind abscheulich! Vor langer Zeit wollte der König von Kalos alles für sich haben, so erschuf er eine schreckliche Waffe. Letzten Endes entfesselte er die Flammen der Zerstörung, so wie das jedenfalls überliefert. Kalos ist wunderschön, so wie es jetzt ist. Wenn die Zahl der Pokémon und Menschen nicht weiter steigt, gibt es auch keine Streitigkeiten. Doch die Zukunft steht noch nicht fest. Niemand kann sagen, dass es morgen genauso sein wird wie heute. Was der König damals getan hat, war falsch. Aber ein Gutes hat es dennoch. Die ultimative Waffe hat auch all das Schlechte ihrer Ära vom Antlitz der Welt gefegt. Danke. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist ein kleines Dankeschön. Mann, Professor Platan, der ist echt gruselig. Aha, natürlich. Prägnant und schlüssig. Aber ich muss sagen, dass er auch recht hat. Nicht recht hat. Also, weißt du?
verbringe einfach die Zeit mit deinen Freunden oder mit mir. Tschüss, Professor Platan. Gut, wo muss ich hin? Oh, hallo, Trovato Tomato. Hey, lange nicht von dir gehört. Hey, ich war bei dir zu Hause, weißt du? Route 14, okay. War ich nicht schon mal auf Route 14? Oh Gott, ey. Ja, Datiri fliegen und so. Oh, bin ich froh. So, jetzt muss ich mal schauen, wo Route 14 ist. Hier haben wir Route 13. Dann muss ich wohl nach da. Route 14, ja genau. Stopp, nicht so schnell. Cafés sind schon merkwürdige Orte, wenn du mich fragst. Die Menschen, die im Café sitzen, betrachten diejenigen, die daran vorbeigehen. Und die Menschen, die vorbeigehen, betrachten diejenigen, die gemütlich daran sitzen. Danke, dass du mir gesagt hast. Aha, aha. Okay. Lady M! Hallo, Tierno. Nee, Caleb. Oh, Trovato. Du bist aber schnell. Ein Spielplatz. Hallo, Lady M. Wir haben gerade verglichen, wie weit wir mit den Pokédex und so... Natürlich habe ich gewonnen. ja, das Vervollständigen des Pokédex überlasse ich euch, Trovato. So voll langweilig. Wollen wir mal vergleichen? Also. 12. Oh, ich habe weniger als 12. Kaum Alat. Boah, cool. Da haben wir beide entdeckt. Yeah, Mann, was? Was? Du kämpfst jetzt gegen mich? Oh, okay, ich komme gerade erst aus der Arena. Ah. Psiaugon, was? Du fängst doch immer mit Psiaugon an. Mann, wann lernst du endlich, dass du sowieso keine Chance gegen mich hast? Auch nicht, wenn du mit einem scheiß Mogelhieb anfängst. Was passiert eigentlich? Wenn man Mogelhieb gegen Rückzughieb einsetzt. Was hat dann die Priorität? Die Attacke von dem Pokémon, das die höhere Initiative hat? Fragezeichen? Aua. Ein Ruckzuckhieb sollte eigentlich reichen. Wegen der Anpassung. Prigaron? Was ist das? Ach, Eschmine, Angie. Angie hat... ach so, das ist der Pflanzenstarter. Oh Gott. Hahaha. Ich bezirz dich. Wow. Okay. Wow. Samenbomben. Was soll das? Take these. Noch mehr Samenbomben? Aua, lass das gefälligst jetzt mal. Letztes Mal haben die gelacht in dem Let's Play. Ich weiß gar nicht mehr, wessen Part das war. Jesse, glaube ich. Oder war es die... Oder war es der Stream? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie ging es darum, dass es ein männliches Smetbo mit Samenbomben waren. Und das war irgendwie skurril. Tu mal mit deinem Absol. Willst du nicht mal ein Mega-Absol haben? Mega-Absol ist total hübsch. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Caleb, wie findest du mein Panda-Gro? Das kennst du noch gar nicht, oder? Du kennst nur meinen Pam-Pam. Ruckzuckhieb wird dich jetzt auch nicht retten. Tut mir leid, Schnucki.
Oh yeah. Oh Mann, ich hab schon wieder verloren. Immer verliere ich. Ich bin so ein Loser. Hallo Sanna. Wow, toller Kampf. Ihr zwei wollt's aber echt wissen, Mann. Wo ist eigentlich Tierno? Der ist beim Kampfdojo. Echt? Beim Kampfdojo? Sorry, Mann. Ich war so in meine Tanz-Tampf-Pampf-Pala-Pada-Pada-Badam. Und Tierno, hast du geeignete Pokémon für dein Tanzteam gefunden? Ja, Mann. Es lebt immer mehr vor, Mann. Ah, oh, super. Das freut mich für dich. Ach ja, hört mal her. Ich möchte unbedingt zu diesem gruseligen Haus gehen. Das in der Nähe von Romantia City? Du meinst wegen dieser Gerüchte? Genau. Los, gehen wir da hin und schauen uns das an. Was? Okay. So. Soll sehr gruselig sein, ja? Also, ich sehe es mir auf jeden Fall an. An den meisten Gerüchten ist schließlich auch ein Fünkchen Wahrheit. Vielleicht ist da wieder das gruselige Mädchen. Ach ja. Warum unternimmst du eigentlich eine Reise, Mina? Was ist deine Motivation? Alle hängen sich richtig rein. Bei mir dreht sich alles um Erinnerung. Ich reise, damit ich später mal auf... die Erlebnisse zurückblicken kann. Aber das nur am Rande. Tja, wieso? Wieso gehe ich eigentlich auf Reisen? Einfach so, als Zeitbeschäftigung. Oh. Oh, da hinten liegt ein Pokéball. Ah, schon wieder ein Sonderbonbon. Ich habe schon zwei Sonderbonbon. Bonbon. Bonbon. Du. Yay. Und wenn ich da zu Fuß bin, rutscht sie auch im Stehen? Oh. Also gut. Da ist also Regen. Wo waren von hier aus das nächste Pokémon? Okay. Das war ja leicht. Ich will mal schauen, was ich so alles verkaufen kann. Jetzt pass mal auf. Nein, X-Spezial will ich verkaufen. Und X-Treffer. Sechs Sternstaub habe ich. Wow. Dann verkaufe ich noch. Ganzen Riesenpilze. Brauche ich doch nicht. Wow. Okay. Das war's. Nee. So Leute, im nächsten Part begeben wir uns auf die nächste Route. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüssi!